Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wer unser letztes Video geguckt hat, hat mitbekommen, dass wir einen kleinen Abgesang gehalten haben auf unseren Standort hier im Tannweg, den wir verlassen werden. Es ist aber wie so oft, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich an anderer Stelle eine neue. Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Wenn du loslässt, hast du zwei Hände frei. Wandlung ist notwendig, wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. Und jetzt machen wir weiter damit. Das war doch mal ganz unterhaltsam, oder was? Ja, was wollen wir denn damit sagen? Na, wir wollen damit sagen, dass es natürlich mit uns nicht zu Ende geht. Wir machen weiter und wir entwickeln uns als Betrieb weiter. Und wir haben die damalige Situation als Chance versucht zu verstehen und haben uns entsprechend einen neuen Standort gesucht. Ja, was bedeutet neuer Standort in diesem Zusammenhang? Das bedeutet, dass wir als Van 360 in ein altes VW-Autohaus ziehen. Dieses VW-Autohaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Rostock. Also für alle unsere Kunden, die aus der Region kommen oder auch überregional zu uns kommen wollen, verändert sich eigentlich nichts, bis auf, dass die Anfahrt deutlich cooler ist und wir viel leichter zu finden sind. Ein kleiner Vorteil für euch an dieser Stelle. Für uns verändert sich vieles zum Positiven. Wir läuten eigentlich damit die nächste Entwicklungsstufe von Van 360 ein. Wir haben, um es aus der Perspektive der Kollegen mal zu betrachten, deutlich bessere Arbeitsbedingungen, wir rutschen als Team enger zusammen. Wir haben natürlich den Vorteil, so ein bisschen an dem Raumkonzept, was damals von VW entwickelt wurde, partizipieren zu können. Das spielt natürlich positiv in unsere Prozesse dann rein. Was wir aber nicht wollen, wir wollen kein schnödes Autohaus sein. Deshalb brechen wir einmal komplett mit dem Konzept, dass es, wie es in einem Autohaus ist, mit dem Showroom, dass dort nicht irgendwelche hochgetunten und fein geputzten Fahrzeuge stehen, sondern das wird bei uns zugänglicher Arbeitsbereich werden und fördert so ein bisschen den Weg hin, noch mehr Transparenz in unser Tun hineinzubringen. Das bedeutet so viel, dass jeder Kollege oder jeder Kunde, der dann irgendwann mal uns an diesem Standort besucht, vorne durch die Eingangstür auf unseren Tresen zugeht, einmal nach links gehen kann und dort sieht, wie Busse vor einer Restaurierung aussehen, wie sie nach 70% der Restaurierung aussehen und sich gerade im Komplettierungsprozess befinden, sodass man jederzeit auch im ersten Eindruck direkt ein eigenes Gefühl entwickeln kann, was bedeutet das eigentlich, mal in so einem zusammengeklappten Zeitraffer, wenn ich mich auf den Weg begebe und wo kann das hinführen. Und kann ein kleines Pläuschchen mit den Kollegen, die dann da jeweilig arbeiten, gehalten werden. Nicht zu viel, denn sie sollen ja die Aufträge bearbeiten und auch voranbringen. Und noch vieles mehr. Das zeigen wir euch aber am besten mal vor Ort. Jetzt befinden wir uns am neuen Standort. Und wenn wir uns hier mal so ein Stück umgucken, das ist quasi so der Empfangsbereich dann, auch eines klassischen Autohauses. Wir haben hier noch den normalen Empfangstresen, dort sitzen Wolle und Lia dann perspektivisch. Und wir haben jetzt bisher hier noch keine Veränderungsarbeiten irgendwo vorgenommen. Es wäre jetzt aber schon wichtig, dass wir ein Stück weit die Energie, die wir als Van 360 dann auch repräsentieren und die ihr hoffentlich auch im Video so ein bisschen mitbekommen habt, hier wieder zu spiegeln. Benny macht sich dazu gerade ein paar Gedanken, wir als Kollegium insgesamt machen uns ein paar Gedanken. Und dieser Empfangsbereich ist natürlich sehr wichtig, weil die Kunden kommen hier als erstes rein, sehen unsere netten Kollegen und haben dann auch direkt die Möglichkeit, halt in den Bereich der gläsernen Werkstatt zu kommen. Und wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir hier einen relativ großen Raum. Das ist der klassische Showroom, so nennt sich das, eines Autohauses. Und den wollen wir halt umfunktionieren in den Arbeitsbereich. Das kann man sich dann nachher so vorstellen, dass Busse, die restauriert werden sollen, hier reingefahren werden. Wir werden hier einen Arbeitsplatz haben, wir werden hier einen Arbeitsplatz haben, wir werden hier vielleicht 4, 5 Arbeitsplätze nebeneinander haben, an denen dann Kollegen arbeiten, Busse zerlegen und Busse komplettieren. Komplettieren bedeutet dann, die Busse, die dann hier reinkommen, sind untenrum zusammengebaut, also die Achsen, der Motor wird drin sein, Getriebe und Farbe wird drauf sein, die Konservierung wird gemacht sein. Das heißt, die Leute, die Kunden werden dann sehen, wie ein alter Bus aussieht, assoziieren das dann mit ihrem eigenen und sehen, wie der alte bzw. eigene perspektivisch mal sein könnte und sind dadurch ganz nah am Geschehen und könnten mit Matthias oder Nico, die dann hier, denke ich, vornehmlich die Komplettierungsarbeit machen werden,
auch mal plaudern. Mir geht gerade ein bisschen die Luft aus. Ist auch ein bisschen aufregend für uns, weil dieser Schritt von dem alten Standort, den ihr gesehen habt, zu diesem Standort natürlich dann auch eine Brücke schlägt in der Unternehmensentwicklung. Wir lassen 14 Jahre Van 360 Entwicklung hinter uns und begeben uns eigentlich auf eine neue Ebene. Und wir haben viele Ideen, wir haben einen 3D-Konfigurator beispielsweise entwickelt, ich weiß nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe, den können wir euch auch gerne mal zeigen. Der orientiert sich halt dann daran, dass Leute sich einen alten VW-Bus, einen T3, wieder zusammenstellen können, so wie sie sich quasi ein neues Fahrzeug bei dem x-beliebigen Händler zusammenstellen können. Interessant ist dann auch noch, den Showroom, der so das Herzstück bin soll, habt ihr jetzt gesehen. Damit die Busse dorthin kommen können, haben wir natürlich auch einen ganz klassischen Arbeitsbereich, der von mir aus auch frei zugänglich sein kann. Die Kollegen müssen da natürlich ein bisschen in Ruhe arbeiten können. Ist vielleicht auch nächste Ausbaustufe dann erst wichtig. Aber den zeige ich euch auch nochmal. Kommt mal mit. So, hier sind wir jetzt im klassischen Werkstattbereich. Und wir sehen verschiedene Maschinen, eine Wuchtmaschine, verschiedene Werkzeuge, all möglichen Kram. Das Interessante an diesem Arbeitsbereich ist nachher, dass wir ihn vergrößern wollen, um mehr Produktionsfläche zu haben. Das heißt, wir reißen die komplette Wand raus, hinter der Wand ist ein Lager, da werden Ersatzteile gelagert, Werkzeuge gelagert und so weiter. Und wir erweitern damit die Produktionsfläche um knapp 200 Quadratmeter und können zusätzliche Bühnen reinstellen. Die Bühnen, die wir jetzt hier drinnen stehen sehen, sind so angeordnet, wie sie klassisch in so einem Autohaus dann angeordnet sind. Wir werden die Bühnen versetzen, anders ordnen, um halt möglichst viel Fläche für die Arbeiten, die wir umsetzen wollen, dann zu bekommen. Auf der Bühne dort hinten sollen Unterbodenbeschichtungs-, Eisstrahlarbeiten, also eher so ein bisschen schmutzigere Arbeiten gemacht werden. Hier kommen zwei Bühnen hin, auf der dann Unterböden zusammengebaut werden sollen. Wir ziehen hier einerseits Vorhang rein. Wir bauen hier diese Platten zu einer kleinen Halle, damit die etwas lauteren Arbeiten, die anderen Arbeiten nicht so sehr stören. Und haben dann hier inklusive der zusätzlich gewonnenen Produktionsfläche klassische Karosseriebauarbeitsplätze. Also wirklich Blecharbeiten, die gemacht werden müssen. Und die nehmen bei so einer Restaurierung auch den größten Arbeitsbereich eigentlich auf unserer Seite ein. Die Bilder, die ihr eben gesehen habt, die sind natürlich schon ein paar Monate alt jetzt. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Und ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, dass wir uns gemeinsam einfach mal auf den Weg zum neuen Standort machen, gucken, wie es dort jetzt aussieht und wie wir die Zukunft von Van 360 gestalten wollen. Ah, herzlich willkommen in unserer neuen Bulli-Fabrik. Kommt mal mit, wir gehen mal reingucken. Ihr habt ja über den kleinen Einblender vorher so einen kleinen Einblick bekommen, wie es vorher hier ausgesehen hat. In der Zwischenzeit ist natürlich ein bisschen was passiert. Und das Video schloss ab mit dem Showroom und in dem sind wir jetzt gerade wieder gelandet. Was man hier ganz gut erkennen kann, ist, dass wir da hinten Lagerfläche geschaffen haben für Teile, die regelmäßig benötigt werden, um Busse komplettieren zu können. Die beiden Büros sind eingerichtet und können dann zukünftig genutzt werden. Wir haben hier gerade so unsere Frühstücksecke für die Kollegen, die an dem Standort hier arbeiten und ihn so schön schon vorbereitet haben. Auch dafür nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde, es ist ganz wunderbar bisher geworden. Und ja, hier hängt noch was runter, das lösen wir noch. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir jetzt in den Empfangsbereich. Also hier würden euch dann perspektivisch Lia und Wolle in Empfang nehmen. Das ist noch nicht ganz fertig. Wir haben auf alle Fälle dieses Möbelstück ein bisschen gekürzt. Wir haben hier schon unsere kleine Sitzecke, in der ihr es euch dann zukünftig gemütlich machen könnt, eingerichtet. Wir haben die Wände gestrichen, einmal in unserem Anthrazitfarbton und in unserem Rotfarbton, weil wir einfach so ein Stück weit die Marke auch unterstreichen wollen. Und das sind die Farben, die uns repräsentieren und um einfach auch dem ganzen Thema Neustart ist es ja nicht, ist nächste Entwicklungsstufe, so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Und ja, also wir versuchen uns große Mühe zu geben. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen durch im Video. Hier haben wir dann einen kleinen Kleiderbügel, da hängen dann unsere Klamotten, T-Shirts, Pullover und so ein Kram. Und hier hinten haben wir dann das Büro von Steffen und von Frankie. Die teilen sich ein Büro, ist auf alle Fälle jetzt schon mal aufgeräumt, aber
noch nicht ganz zu Ende eingerichtet, glaube ich. Ein Computer funktioniert noch, einer fehlt. Das machen wir jetzt die nächsten Tage noch fertig. Und jetzt kommen wir dann auch so ein Stück weit in das Herzstück dieses Standorts. Und zwar in unsere neue Karosseriehalle. Und die kann man vielleicht einmal so ein bisschen auf sich wirken lassen. Was, glaube ich, auffällig ist, wir haben sehr viel Platz. Das freut uns auch, weil die Platzbedingungen am alten Standort ja teilweise doch sehr beengt waren. Wir haben auch hier die Wände wieder in unserer Farbe gestrichen. Das zieht sich durch den ganzen Standort durch, das Thema. Wir haben dort hinten eine Ablagefläche geschaffen. Wir haben dort oben noch Ablagefläche. Wenn man die Treppe hochgehen würde und hinter die Wände schaut, da wird unser Teilelager entstehen. Hauptsächlich für große Karosserieteile. Und wir sehen hier, das ist etwas mitten im Prozess jetzt. Wir haben ja den Betrieb jetzt für 3 Tage einmal zugemacht, weil wir als Team einmal den vollen Fokus auf den Umzug jetzt legen wollen. Auf alle Fälle schon mal einen Großteil unserer Karosseriemaschinen, Schweißgeräte, Werkbänke, Scheren, allen möglichen Kram schon mal hergebracht. Und hier in die Mitte kommt noch eine Bühne, das werden wir am Ende der Woche vornehmen. Die wird am alten Standort demontiert, hier dann montiert und drumherum richtet Thorsten mit seinen Karosseriekollegen dann entsprechend Werkbänke noch ein und einen zentralen Ort für Maschinen und Werkzeuge, die gemeinschaftlich genutzt werden. Der Zuschauer, der jetzt aufmerksam zugeguckt hat, hat gesagt, oh, da sind ja aber noch viele leere Flächen, da fehlen ja noch ein paar Bühnen. Das ist auch korrekt, das ist auch gut so. Wir werden hier noch eine Bühne hinmontieren und wir werden da hinten noch eine Bühne hinmontieren, sodass wir nachher in Summe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bühnen haben werden, die maßgeblich von der Karosserie genutzt werden. Ne? Wir wollen auch den Umzug nutzen, um halt Gewerke, die in so einer Restaurierung dann ineinander spielen, enger miteinander zu verzahnen, damit die Wege kürzer werden, die Abstimmungen kürzer werden und wir einfach ein bisschen effizienter auch arbeiten können. Wir haben beispielsweise hier vorne die Bühne. Das könnt ihr euch dann so vorstellen, dass hier noch ein Vorhang durchgezogen wird. Auf der Bühne werden Unterbodenbeschichtungen gemacht, Hohlraumkonservierung gemacht. Arbeiten, die ein bisschen nicht schmutzig sind, aber die ein bisschen schmatzig sind, so würde ich es vielleicht mal nennen. Hier reiner Karosseriebauarbeitsplatz, 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 Karosseriebauarbeitsplatz. Und der Vorhang, der wird hier weiter durchgezogen werden, sodass wir diese Bühne und die Bühne, die dort hinten hinkommen wird, nutzen können, um halt Busse, die einen Großteil der Restaurierung schon durchlaufen haben, also beispielsweise Karosserie abgeschlossen haben, die Lackierung abgeschlossen haben, die Konservierung abgeschlossen haben, die wir dann hier im Bereich Unterboden, Motor, Getriebe, Technik im Allgemeinen dann komplettieren. Und wenn sie dann auf ihrem Rollgestell stehen, und das ist das Schöne auch an diesem Standort, werden sie in den ehemaligen Showroom geschoben, der dann von uns zur Arbeitsfläche umfunktioniert wurde, damit ihr dann auch direkt immer ein Gefühl dafür entwickeln könnt, wenn ihr uns besuchen kommt, was geht da dann eigentlich vonstatten. Und die weitere Komplettierung, also alles, was außen und innen betrifft, findet dann dort statt. Und wenn der Bus dort dann rausgeht, dann ist er im Idealfall so weit komplettiert, dass er in die Erprobung gehen kann. Und das ist noch nicht alles. Wir haben auch noch einen kleinen Anbau, über den wir uns auch sehr freuen. Und wir müssen nachher auch noch einmal, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir gehen auch noch mal ans Lager, weil wir auch ziemlich viel Lagerfläche haben. Hier unsere Technikabteilung. Ne? Also wir haben auch den Standort genutzt, um eine klarere Trennung zu bekommen zwischen reinen Serviceaufträgen und Liegenbleibersituationen oder technischen Problemen, die irgendwo dann entstehen, und der Restaurierung oder Generalüberholung von Bussen hinzubekommen. Und alles, was die reine Technik betrifft, wird hier gemacht. Wir werden hier 2 Bühnen auf der Seite stehen haben und wir werden hier, das sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber eine Bühne ist hier noch, die ist im Boden eingelassen. Die können wir dann auch nutzen, wenn es mal ein bisschen knirsch wird. Ne? Ist ein bisschen Organisationsaufwand von unserer Seite dann erforderlich, aber das bekommen wir hin. Und was wir gerade noch nicht so ganz genau sehen, ist auch, dass die Technikabteilung, aber wenn wir da mal so ein bisschen durchluschern Richtung Fenster,
auch ihr eigenes Lager hat, damit auch da die Wege möglichst kurz gehalten werden. Das ist sowohl dort einmal das Lager, was wir eben gesehen haben, als auch hier hinten nochmal ein Stück weit Lager. Plus, wir haben hier unseren Scheinwerfer-Einstellplatz. Und wir können auch zukünftig Achsvermessung bei uns im Haus selber machen. Das freut uns auch, weil bisher haben wir da mit externen Betrieben zusammengearbeitet. Und das erfordert dann einfach auch einen gewissen logistischen Aufwand, der notwendig ist. So haben wir es im Haus. Wege sind kürzer und wir dadurch hoffentlich ein bisschen schneller. Jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Ich weiß gerade nicht, ob wir das logistisch so schlau gemacht haben, aber irgendwie schon. Ihr kommt einfach nochmal mit, dann seht ihr das, was ihr eben gesehen habt, nochmal und könnt euch ein kleines Bild machen. Hier haben wir noch einen Schreibtisch. Da kann irgendwann mal jemand sitzen, ein Werkstudent, der uns vielleicht unterstützt im Bereich unseres Shops oder ein Azubi, den wir vielleicht dann irgendwann mal für die Büroorganisation, Bürokaufmann, Kauffrau, Kaufmann für Bürokommunikation, so in die Richtung vielleicht. Oder Industriekaufmann würde, glaube ich, auch funktionieren. Dann ausbilden. Also wir haben viele Pläne und viele Möglichkeiten jetzt mit dem neuen Standort und freuen uns total auf die Veränderung. Das ist jetzt so der Außenbereich. Der ist noch nicht schön. Der muss auch erstmal noch nicht schön sein. Das ist ein Thema, was wir in der Zukunft perspektivisch mal angehen. Wir werden da vielleicht ein paar unserer alten Busse, also die Busse aus unserem Bulli-Kannibalismus-Video hinstellen oder unseren Container und werden vielleicht auch eine kleine Filmecke einrichten. Mal gucken. Das hier ist jetzt komplett unser Zelt. In diesem Zelt werden alle Projektbusse, die gerade in der Bearbeitung sind, abgestellt werden, so wie die dort drüben beispielsweise. Und ist eigentlich so das Pendant zu unserem bisherigen Standort, diese große dunkle Halle, die ihr aus unseren Videos kennt. Wir müssen mal gucken, wir haben ja relativ viele Busse parallel immer in der Bearbeitung und dadurch dann auch relativ viele Teile, die wegzulagern sind, vernünftig. Wir haben jetzt hier an der Stelle dafür gute Möglichkeiten, das sauber wegzulagern. Ne? Wir sehen hier, dass wir schon die einzelnen Kunden, da können wir vielleicht nicht so hammerhart drauf filmen oder müssen das gleich dann einmal im Schnitt auspixeln, namentlich geordnet und einsortiert und bauen hier gerade auch noch mehr Lagerfläche auf, weil wir noch einige Teile an unserem jetzigen Standort haben, die wir dann hierher überführen und sauber weglagern können. So dass das Häufchenprinzip, was vielleicht der ein oder andere in unseren Videos festgestellt hat bei uns, dadurch eine größere, bessere Ordnung bekommt und wir dadurch auch besser arbeiten können und die Teile auch wieder besser wiederfinden. Wir haben uns da in den letzten Jahren auch schon ziemlich gut entwickelt. Nur ist halt an dem Standort in Rostock, an dem wir jetzt waren, eine weitere Entwicklung ohne große Investitionen nicht möglich. Und das wollen wir nicht, ne? Das hat irgendwie keinen Sinn, keinen Zweck gemacht. Ja, jetzt habt ihr da einmal einen Einblick vom neuen Standort bekommen. Wir sind noch mitten im Umzug und wir werden dann, wenn wir komplett durch sind und auch in unseren weiteren Videos, werdet ihr auch den weiteren Fortschritt sehen, natürlich auch weitere Entwicklungen dann auch wieder eingehen und freuen uns natürlich immer drüber, wenn ihr wieder einschaltet. Also denkt dran, immer schön dranbleiben, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert unseren Kanal am besten und stellt diese Benachrichtigungsfunktion ein. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut.